Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Da bin ich. Hallo Rainer. Oh. Morgen, ich muss nur dein Gesicht sehen und schon bin ich eine Frühaufsteherin, Silke. Das ist gut, hier hast du noch ein Geschenk. Ach, du hast heute frei, heute ist Donnerstag. Genau, heute hat ja leider das Museum geschlossen. Aber das ist nicht so schlimm, wir haben so viele Aufgaben zu bewältigen und wir müssen so viel noch angeln, damit wir ein bisschen unseren Angelskill ein bisschen verbessern. Und ich werde auf jeden Fall in den Tierladen gehen und schauen, dass ich Ködermaterial kaufe, damit ich mir verschiedene Köder herstellen kann. Das ist definitiv wichtig und das möchte ich auch, wie gesagt, machen. So, jetzt wird erstmal ein bisschen was verkauft hier. Ernten kann ich nur diese komischen... Was ist das hier? Das müsste dieser Lauch sein, ne? Okay, ist aber ziemlich viel Lauch. Aber ist in Ordnung. So, aber es wird nicht reichen, da wieder was... Oh mein Gott, ich habe hier keine Ananas mehr drin. Ich muss Ananas unbedingt noch... An dem Moment, also Winter und das ist Sommer, okay. So, na gut, die zweimal, Karotten, die kann ich ja hier reinpacken, Theo. Oder habe ich die für den Winter? Ist, glaube ich, egal. Kann ich Herbst und Winter reinmachen, ne? Aber die Ananas müssen auf jeden Fall weg und ich muss mir noch ein paar Ananas holen, weil ich habe hier wieder zwei Samen fertig. Ich müsste ja auf jeden Fall so, das war von, lass mich bitte hier durch. So, Melone kann ich auch mitnehmen, sehr gut. Also das kommt hier rein, das kommt hier rein. 20 Ananas nehme ich definitiv mit. Wenn ich einmal hier hinten bin. Das ist auch schon alles leer hier. Ich habe jetzt noch einen von denen. So, und auf jeden Fall gab es hier wieder auf jeden Fall ziemlich viele Pfützen. Aber wenn ich einmal hier hinten in der Gegend bin, dann hole ich mir doch gleich die Milch hier. So. Sehr gut. Na gut, gute Büffelmilch. Ich hoffe mal, ihr wollt nicht gestreichelt werden. Mal sehen, ob ihr nach draußen könnt. Nee, schlechtes Wetter, alles klar. Gut. Vier, drei, zwei. Dann kann ich mir auf jeden Fall die Eierchen noch holen. Oh, da war ein goldenes Vierer-Ei. Goldenes Dreier-Ei und ein Achter-Ei wieder. Oh, sehr schön. Also Eier läuft langsam auch, ne? Wie viel Achter habe ich denn hier? Zwei. Wir machen das Vierer-Ei hier. Wir machen hier die zwei Achter und hier machen wir die zwei goldenen Dreier und der Rest kommt hier rein. Okay, alles klar, dann haben wir das. Das kann ich mitnehmen. Die Pilze kann ich mitnehmen, die hier sind aber noch nicht fertig. Da kommen nur die Samen rein. Okay. Hier habe ich keinen Platz mehr. Dann packen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Viehfutter rein. Die Nullerblumen hier, die kann ich eigentlich alle
theoretisch gesehen voll zu Farbstoff machen. Die brauche ich ja überhaupt nicht. Ja, kann ich auch verkaufen. So. Also. Oh, ach ja, kann ich auch Samen draus machen. Stimmt. Aber Ananassamen ist auf jeden Fall wichtiger. Gibt nämlich mehr Geld. Das wird alles. Moment, habe ich ja Lauch drin in der Kiste. Ich pack mal den rein und nehme den raus. Habe ich noch irgendwas anderes? Naja, den Chinakohl, ja, da kann ich 10er Samen draus machen. Aber eigentlich will ich hier nur 10er Früchte drin haben. Da packt man nämlich den auch noch raus und verkaufen den. Dann kann ich hier Marmelade machen. Ich könnte natürlich auch... Ich könnte natürlich auch Kirschsetzlinge draus machen. Wie viel habe ich denn da? Wenn ich da 2 mache, kriege ich da 4 raus. Oder mal Kirschen kann ich machen. Kirschen kann ich machen und Orangen oder Mangos. Ich werde mir hier noch Mangosamen draus machen. Mache ich auch mal 3 Mangosamen draus. Dann kann ich nämlich die Bäume nach und nach umtauschen. Und dann gibt es nämlich langsam besseres Zeug. Jetzt werde ich in der Folge vielleicht mal meine ganzen Gärten durchgehen. Ja? Meine ganzen Gärten durchgehen. So, mal schauen. Also das weg, das weg. Das weg. Ist hier irgendwas fertig? Jawohl. Sehr schön. Bäume sind natürlich noch nicht fertig, erntebereit, oder? Nee. Aber hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Knoblauch fertig. Den nehme ich definitiv mit. Kann ich auch was Neues sehen. So, sehr gut. Okay. Knoblauch habe ich, glaube ich, hier drin. Da kann ich den 10er Knoblauch hier reinpacken. Und ich habe hier noch Kohlsamen. Den kann ich auch hier reinpacken. Muss ich mal schauen, habe ich hier noch einen Kohl? Ne, da habe ich eigentlich genug. Knoblauch habe ich auch genug. Okay, alles klar. Achso, ich brauche ja Samen. Ha! Dann nehme ich den. Ich glaube, so viel kann ich ja, denke ich mal. So, hier ist noch einer. Ja, dahin. Das ist der nämlich auch alle. Fehlt natürlich ein Samen, so. Der Rest wären Steckrüben. Meine Kirschen brauchen natürlich noch ein bisschen, aber dann kann ich gleich die Kirschbäume fällen, nachdem ich die geerntet habe, und die neuen dorthin packen. Es reichen wohl nicht mal meine Knoblauchsamen hier. Aber gerade so. Ach nee, Steckrübensamen sind das ja, meine Güte. Steckrübensamen sind das ja. Na, den lasse ich hier, okay. Die Marmelade, da warte ich mal noch kurz. Dann kann ich die nämlich noch mitnehmen. So. Und dann können wir nämlich zum Immersonnengarten gehen. Das ist nämlich der Sommergarten. Da muss ich nur gucken, was für Bäume dort wachsen. Okay, das sehen wir jetzt hier. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Bäume ernten hier. Okay, Pfirsiche auf jeden Fall. Mangos. Kakaobohnen. Mandeln. Okay. Zitronen.
Und Kokosnüsse auch, okay. Habe ich schon mal Mais geerntet hier. Bananen wachsen ja auch. Okay, gut, gut. Ist auf jeden Fall jede Menge. Okay, also, Moment, wir mal gucken. Das kann hier rein, der Samen kann hier rein, der Samen kann hier rein. Was haben wir hier für eine Marmelade gerade? Hier ist noch ein Bananenbaum. Wir haben uns Zitronen reingepackt. Okay. Hier habe ich Zitronen und Mangos drin. Zitronen lasse ich mal. Ich werde hier noch Kokosnüsse. Boah. Bananen. Ich würde gerne Bananenbäume machen, ne? Ich würde gerne Bananenbäume machen. Das reicht ja, glaube ich, erstmal für die Marmelade. Das reicht ja auch erstmal für die Marmelade. So, auf jeden Fall kann ich den ganzen Mais hier ernten. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel Mais hier. Diesmal. Was ist mit den komischen Samen da? Die wachsen irgendwie nicht so richtig. Okay, das ist auch alles Mais hier. Dann kann ich aber noch ernten. Sehen, nicht ernten. So. Okay. Mais. Der kommt auf jeden Fall hier hin. Den verkaufe ich. Komm, ich pflanze mal die Kürbisse hier noch. Mal sehen, ob die ausreichen. Ich glaube zwar nicht. Nee. Geht noch ein bisschen was, ne? Okay, hier ist noch frei. Aber nichts mehr. Gut. Dann kann ich mich aber hier um die Samen kümmern. Also das kommt dahin. Den normalen Mais verkaufe ich. Das brauche ich alles nicht. Okay. Jetzt gehe ich erstmal zurück. Und pack mal ein bisschen was in meine Kiste, damit ich weiß, dass ich da Dings oben draus machen will. Ne? So. Also, ich möchte gern 3 von denen. 3 von denen und... ne, Mandeln brauche ich eigentlich nicht. Mangos habe ich hier, okay. Also hier muss ich auf jeden Fall Pflanzen draus machen. Noch Kirschen, Bananenmarmelade. Ne, die kann ich alle verkaufen. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das kommt alles definitiv weg hier. Okay. So. Na gut, jetzt will ich aber auch noch in meinen Wintergarten gucken gehen und ob mein Reis endlich fertig ist. Bevor ich hier angeln gehe. Raureifgarten. Der Reis müsste ja auf jeden Fall langsam auch mal fertig sein. Den habe ich schon so lange angepflanzt. Der wächst einfach nicht, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, gut, ein bisschen ist er schon gewachsen, aber... Der lässt ganz schön zu wünschen übrig. So, hier müssen wir auch mal gucken, hier ist definitiv auch einiges schon wieder fertig. So... Also die Bäume sind definitiv noch nicht fertig, ja. Das Okra ist aber... Okay, und das ist auch alles fertig, ja. Okay, das bleibt aber alles noch drin. Das ist natürlich für mich relativ gut hier.
Da brauche ich nichts Neues. Ernten. Oder anpflanzen, besser gesagt. Sehr schön. Dann können wir hier auf jeden Fall die neuen Süßkartoffeln machen. Was haben wir hier? Hier haben wir Okra drin, ne? Haben wir noch irgendwas anderes, was wir draus machen können? Tomaten, ja komm, Tomaten, da kann ich auf jeden Fall was draus machen. Und dann würde ich sagen, aus Karotten können wir auch ein paar Samen machen. So. Und, oh, ich hatte nur 10 Karotten, alles klar, okay. Dann packen wir die noch dahin. Samen habe ich jetzt nur die beiden Samen. Gut. Ja, das passt schon. Ist alles wieder gut. So, dann gehen wir zum Hof und dann gehen wir jetzt in die Mine. Aber wie gesagt, ich glaube, ich brauche einen Krabbenköder. Ach so, Krabbenköder kann ich ja theoretisch gesehen machen. Moment. Das kommt erstmal weg. Das kommt auch weg. Dann gehe ich ganz schnell in den Tierladen. Da müsste ich ja Angelmaterial kaufen können. Eigentlich. Also Angelköder. Das müsste eigentlich im Tierladen gehen. Und dann kann ich mir Krabbenköder machen. Und vielleicht irgendwann noch den Event. Oh mein Gott, schon noch Kühe. Warum stehen hier Kühe rum? Okay, Hallöchen. Okay, eine weiße, eine braune und eine schwarze Kuh. Alles gut. Brauchst du Hilfe? Die können reden? Ach nee, das ist Damon. Das sind unsere Kühe, also mach dir keine Sorgen. Die büchsen immer mal wieder aus. Alles klar. Tu mir einen Gefallen und halt still. Das kann immer noch gefährlich werden, wenn man sie erschreckt. Ach, komm schon, wir gehen nach Hause. Du weißt doch, dass Bridget sich Sorgen um dich machen wird. Der redet echt mit Kühen? Alles klar? Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Und jetzt rennen sie weg. Alles klar, bist du sicher, dass du nicht verletzt bist? Ach, Damon. Okay, gut. Du magst Tiere nicht, wahr, Damon? Hätte nicht gedacht, dass du gut mit Tieren kannst. Glaub du doch, was du willst. Was? Tschüss dann. Oder habe ich da jetzt das Verkehrte aus? Habe ich jetzt gesagt, du magst Tiere nicht wirklich, oder? Oh Mann, okay. Nee, hier ist verkehrt. Nee, Zuchtset will ich aber auch nicht kaufen. Nutztier kaufen, Nutztier-Set. Kann ich übrigens keine Angelköder kaufen? Okay, dann muss ich wahrscheinlich doch in den anderen Laden. Ein einsames Schaf. Hast du dich hier versteckt, Francis? Ach du meine Güte. Entschuldige, ich war so auf Francis fixiert, dass ich... Ach, Francis, ist das Schaf hier. Sie ist davongelaufen, also bin ich sie suchen gegangen. Darf ich sie streicheln? Darf ich sie füttern? Darf ich mal an ihr riechen? Na klar, da würde sie sich freuen. Ich denke, wir beide werden uns gut verstehen. Oder ihr beide? Huch! Halluziniere ich gerade? Entschuldige bitte, es ist gar nichts. Ich dachte nur gerade, ich hätte eine geisterhafte Erscheinung gesehen. Ich habe sie früher, als ich noch klein war, oft gesehen, aber in letzter Zeit nicht mehr so. Ich glaube aber schon, dass es sie wirklich gibt. Ich sehe sie vielleicht nicht mehr, aber ich weiß, dass sie über mich wacht. Hast du Hunger, Francis? Dann komm schon, wir sollten nach Hause gehen. Mach's gut, Silke. Das Gespräch lief auf jeden Fall ein bisschen besser als das vorhin mit Damien. So, jetzt muss ich ja schauen, ob ich hier irgendwo Angelköder kaufen kann. Aber ich glaube, in dem Laden da nicht. Meine Güte, was ist denn heute los? Angela. Ach herrje, Angela scheint nicht da zu sein. Aber das ist in Ordnung, wir machen das schon. Ich habe ein paar Essiggurken, die ich vor 10 Jahren eingelegt habe. Möchtest du sie mal probieren, mein Lieber? Meinst du mich? Yep, du wirst einer armen, lieben Oma doch nichts abschlagen, oder?
Nicht, wenn du es so ausdrückst. Gut, und jetzt sag, schön aufessen, na los. Essiggurken vor 10 Jahren. Was denkst du, wie schmecken sie? Sie haben einen sehr einzigartigen Geschmack. Einzigartig, was? Du hast dich aber gut gerettet, Kumpel. Ganz ehrlich, ich habe echt Angst davor, das runterzuschlucken. Ja, genieß den Geschmack, solange du willst, mein Lieber. Dann sollte ich selbst auch mal probieren. Die schmecken fabelhaft. 10 Jahre machen wirklich einen Unterschied. Da fällt mir ein, im Keller steht ja noch ein Glas, das schon vor 100 Jahren gemacht wurde. Vielleicht sollte ich die auch gleich aufmachen, wenn ich schon dabei bin. Oh, es ist schon so spät, ich habe vergessen, dass ich weg muss. Meine Güte, dieser Emilio ist ja ein fleißiges Bienchen. Hallo Silke, hast du das mitgekriegt, dass ich Gurken esse, die schon 10 Jahre sind? So, Materialien kaufen, muss ich mal gucken hier. Okay, das war jetzt hier auch nicht dabei, also muss ich doch in den anderen Laden rein, meine Güte. Ich hoffe doch mal, dass ich da noch rechtzeitig ankomme. Ich brauche doch nur Angelköder. Ich hätte gedacht, dass es die im Tierladen gibt, aber... Gibt sie auch nicht? Echt nicht? Boah, soll ich mich da jetzt so vertan haben? Nee, da gibt's sie nicht, da gibt's sie nicht. Da kann ich nur einen Roller. Nee, also eigentlich. Gemischt worden. Mal gemischt worden. Ach, hier müssten die dabei sein, glaube ich, ne? Ja, Angelködermaterial. Okay. Ich kaufe am besten mal 300. Ich hab ja genug. Ich hätte vielleicht sogar noch Dingszeug kaufen können. So, dann wollen wir mal gucken. Also, wir haben hier auf jeden Fall Krebsköder. Da werde ich mal... Ich werde immer mal für 50 herstellen, ne? So, Krebsköder. Dann haben wir hier noch Garnelenköder. Da kann ich nur 10 herstellen. Okay. Und warum kann ich die nicht herstellen? Hä? Brauche ich da jetzt noch mehr Angelmaterial? Kann ich, hä? Weil ich mich da jetzt so vertan habe? Hallo? Aber ich habe doch hier 300 gekauft, oder? Soll ich mich jetzt so... Ach, da brauche ich, weil ich da immer 6 Stück brauche. Okay, dann machen wir hier halt nur 3. Okay. Und die Premium-Dinger kann ich ja so wie... Moment, was sind das hier für welche? Kleine Angelköder, was habe ich da jetzt gemacht? Mittelgroße Angelköder, okay, dann warte ich mal noch, bis es die komischen Premium-Köder gibt. Machen wir hier mal noch 10 von denen. Okay. Okay, alles klar. Dann schleppe ich natürlich die Angelköder hier mit mir rum. Aber das ist ja, glaube ich, egal. Die 120 Materialien, die packe ich da noch in meine Kiste. Und dann können wir mal versuchen, dass wir vielleicht im dritten Formbereich... Mine im See, dass ich da vielleicht okay, im dritten Farmbereich Krabbenköder, das ist brauche eigentlich theoretisch gesehen die hier, oder? Nee.
Krebsköder befestigen. Okay, die sind jetzt an der Angel, alles klar. Okay, jetzt muss ich in den dritten Formbereich und muss dann irgendwo im See angeln, weil es dort... Oh, die sind leer hier, die Pumpen, die kann ich gleich auffüllen. So, im dritten Formbereich in der Mine. Okay, das müsste ja dann theoretisch gesehen... Oh mein Gott, hier gibt es viele Pilze. So, Bambussprossen sind das noch. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich die irgendwann mal gebrauchen kann. Aber ich brauche jetzt eigentlich nur nach unten gehen, weil ich den Minensee... finden muss. Minensee im dritten Formbereich. Na, da muss ich mal sehen. Aber da muss ich... Tja, da muss ich ja auf jeden Fall erstmal hinkommen, ne? Ich muss ja erstmal zum... Na, hier ist doch schon gleich... Was? Na dann... Hallo, ich werde einfach jetzt angeln. Mal sehen, ob ich Glück habe. Wenn ich da jetzt einen Krabbenköber drin mache, ob ich da eine Riesenkönigskrabbe rauskriege. Kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Aber ich probiere es einfach mal. Eigentlich sollte die ja auch zu jeder Nacht oder zu jeder Tageszeit auch anbeißen. Aber ich brauche 3 Königskram oder 5 sogar. Ich weiß es gar nicht. Oder ist das eine Garnele? So, muss ich mal schauen. Ob ich die irgendwie hier rausgezogen kriege. Okay, was haben wir da? Das ist auch nur so eine komische Krabbe. Ich meine, gut, die ist zwar ein bisschen besser. Aber das ist nicht so eine Königskrabbe. Das ist natürlich... Wenn ich einen Teil von dem, was ich rauskriege, schon vielleicht... fertig hätte, wäre das natürlich auch nicht so schlimm, ne? Aber ich glaube, hier gibt es nur diese komischen Krabben drin. Die haben zwar alle Stufe 9, wahrscheinlich durch die Köder. Ich muss ja eh meinen Skill verbessern, von daher ist das auch nicht so schlimm, wenn ich da einfach jetzt ein bisschen so angle. Verkaufen kann man die ja... Da will ich nicht hinschmeißen. Habe ich immer noch meine Krabbenköder eigentlich dran? Ich weiß es nicht. Aber ich bin Mine. Gibt es hier noch einen anderen See? Der ist ja auch nicht so groß jetzt, ne? Ich sollte vielleicht doch mal weiter nach unten gehen. Was haben wir denn jetzt hier? Eine 9er. Das sind die komischen Bambussporen. Ich muss vielleicht doch erstmal noch ein Stückchen nach unten gehen. Na toll, jetzt ist hier auch noch gleich so ein komischer See. Aber Stufe 11. Hallo, ich angle. Verschwinde mal, du komisches Vieh. Na, der kommt immer irgendwie bei mir raus. Oh, schon wieder nur so eine Krabbe. Ich weiß gar nicht, ob ich pro Wurf einen Köder verschwende. Aber ich denke mal schon, ne? Hier gibt es nichts anderes drin. Hier gibt es nur diese komischen... komischen Krabben. Okay. Ich muss mal vielleicht doch noch ein bisschen nach unten gehen. Ich muss vielleicht doch noch mal ein bisschen nach unten gehen. Das ist wahrscheinlich nicht komplett richtig, was ich hier mache. Hier ist auch noch so ein Ding. Das ist garantiert eine andere Ebene. Ich muss weiter runter. Obwohl, vielleicht kann ich da auch gleich so ein bisschen was an...
Smaragden mitnehmen. Das ist natürlich auch eine feine Sache, wenn ich hier einmal bin. Warum? Bitteschön, ist hier nicht irgendwo eine Leiter? Da ist er. Es ist schon wieder ziemlich spät. Ich müsste eigentlich auch... Oh naja, ich muss das mitnehmen hier. Bleibt ja gar nichts. Ist ja gar nichts. Meine Tasche ist voll. Okay, Moment. So. Auf jeden Fall den Rohdiamanten nehme ich mit. Auf jeden Fall den Rohdiamanten nehme ich mit. Kohle kann ich ja eh nicht mitnehmen, weil ich nicht voll bin. Das Silber kann ich ja mitnehmen. Und die hier kann ich auch mitnehmen. Und die komische Krabbe muss ich mitnehmen, die Riesenkönigskrabbe, wenn ich die irgendwo kriege. Aber, oh, es ist schon, nee, ich muss... Kohle ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich gehe trotzdem raus hier. Ich gehe trotzdem raus. Wir haben ein bisschen geangelt. Ich kann die Krabben zumindest wegpacken, aber ich bin ja voll. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd, ne? So. Jetzt eigentlich im dritten Formbereich oder bin ich im zweiten? Ich bin im dritten, ne? Okay, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was los hier. Ich muss nur mal schauen. So, die kommen dahin. Die kommen dahin. Ja, durch die Köder sieht es natürlich jetzt schon wieder ein bisschen blöd aus, wa? Da habe ich nicht so viel Platz. Habe ich auch noch gar nichts mitgenommen. Die kann ich natürlich wieder nicht mitnehmen. Erst meine Sporen mal rauspacken hier. Und mein Bündel auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist auch eigentlich viel zu spät schon. Aber wenn ich das jetzt da lasse, dann verschwindet das ja. Das ist das Problem eigentlich. Und mehr kriege ich schon gar nicht rein, seht ihr? Mehr kriege ich sowieso nicht rein. Dann muss ich das morgen verkaufen. Dann muss ich das morgen verkaufen. Ich werde definitiv noch ganz schnell das hier unten mitnehmen. So. Und verkauft wird es dann halt morgen, ja. Meine Köder, meine Krabbenkörbe, ich muss dann halt immer sehen, was ich dann für einen Köder benutze. Wie ist denn das? Das ist schon, oh Gott, das ist schon nach 12. Und warum sind hier eigentlich, so eine großen Dinger? Oh, die lasse ich lieber für morgen. Das wird mir... alles zu spät. Ich muss ins Bett. Meine Rainer, die schläft wahrscheinlich schon und meine Tiere schlafen auch, weil es ist 12:30 und ich will nicht umkippen. War heute auch eine etwas längere Folge heute. Okay, schnell schlafen, weil man so viel macht und das ist verrückt. Wie gesagt, ich muss erstmal das Angeln skillen, damit ich die Premium-Köder kriege, sonst habe ich keine Chance gegen irgendwas. So, neue Produkte, neue Blumen. 85.000 ist jede Menge, was ich hier heute verdient habe. Das ist richtig heftig, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.